Die Zeit vergeht. Wir sind bereits bei unserem dritten Minimed-Vortrag im Herbstsemester angekommen. Ich darf Sie dazu recht herzlich hier im Kubus in Wolfurt begrüßen. Es freut mich natürlich, dass wieder so viele den Weg hierher gefunden haben. Vor allem freut es mich für unsere Referenten, die sich ja auch immer sehr große Mühe geben mit ihren Vorträgen. Heute wandern wir thematisch etwas abwärts zu unseren Beinen. Makellose Beine sind ja immer ein Wunschtraum, vor allem für die Frauen, aber es funktioniert eben nicht immer. Und wie es sich mit diesen Venen, Leiden und Krampfadern verhält, dazu wird uns heute die Frau Dr. Elisabeth König vom LKH Bregenz genauer Auskunft geben. Herzlich willkommen, Frau Dr. König. Dankeschön. Sie ist übrigens Chirurgin, das nur der Vollständigkeit halber noch. Ich darf mich auch bei unseren Sponsoren bedanken, die unsere langjährigen Partner kennen Sie schon. Heute haben wir auch Abendpartner, und zwar die Firmen Sanovi Aventis und Sigvaris. Sie haben draußen vielleicht schon die Informationsstände gesehen. Und da darf ich die Vertreter Michael Geider für Sigvaris und Andreas Konrad für Sanovi recht herzlich begrüßen und mich nochmals für die Unterstützung bedanken. Dankeschön. Auch noch ein kurzer Hinweis auf das laufende Gewinnspiel. Es geht noch bis Ende November, also nützen Sie die Chance. Vielleicht gibt es einen der Haupttreffer für ein so treues Publikum hier in Vorarlberg. Jetzt darf ich die Frau Dr. König um ihren Vortrag bitten. Ja, sehr geehrtes Publikum, liebe Frau Mohr, vielen Dank für die nette Begrüßung. Es freut mich sehr, vor so viel Publikum heute über ein sehr interessantes, oder zumindest für mich interessantes Thema wie die Venenerkrankungen, Ihnen etwas über die Entstehung, die Behandlung, die Ursachen erzählen zu dürfen. Nun, die neuesten Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation berichten, dass die Venenerkrankungen doch zu den weltweit häufigsten Erkrankungen zählen. Es handelt sich sogar um ein sogenanntes Volksleiden. Leider Gottes wird dieses Thema häufig bagatellisiert. Hierzulande können wir sagen, dass jede zweite Frau und jeder vierte Mann venenkrank sind. Nun, die Geschichte der Krampfadernbehandlung hat eine sehr lange Tradition. Bereits Hippokrates, 400 vor Christus, schrieb in seinen Schriften über Wunden und Geschwüre, dass die Venen, die Varizen, die Krampfadern, von Zeit zu Zeit angestochen werden sollten. Auch in der Antike haben diese Venenerkrankungen eine weite Verbreitung gehabt. Sie fanden sogar einen Eingang in die bildenden Künste, wie Sie hier auf unserem Diafoto sehen. Ein Votivrelief 400 vor Christus zeigt einen krampfadertragenden Unterschenkel. Einer der berühmtesten Ärzte, so um 49 vor Christus, war Aulus Cornelius Celsus. Er beschrieb das erste Mal eine Krampfadernoperation. Interessanterweise fand ich in den römischen Schriften vorliegend, dass dieser Arzt einen römischen Konsul operiert hat, im Stehen, ohne Schmerzäußerung. Dieser Konsul war offensichtlich mit diesem kosmetischen Ergebnis recht zufrieden, aber in Anbetracht der Schmerzen, die in keinem Verhältnis zu seiner Erkrankung gestanden haben, hat sich der Konsul dann doch entschlossen, das zweite Bein nicht operieren zu lassen. So um 1000 herum wurde das erste Mal von einem Arzt namens Avicenna beschrieben, dass es Berufe gibt, die Krampfadern fördern. Damals waren das Wachen, Lastenträger oder Läufer. Nun,
Die Venen, das sind diejenigen Blutgefäße, die im Körper das Blut aus den verschiedensten Organen sammeln und zum Herzen transportieren. Die Erkrankungen der Venen betreffen sehr, sehr häufig die Beine. Und diese Erkrankungen, über die wir heute Abend noch etwas ausführlicher sprechen, sind auf der einen Seite die Krampfadernleiden. Die Begriffe Varikose und Varikosis vom Lateinischen habe ich dazu genommen. Sie werden das immer wieder mal hören. Die Entzündung, auch hier bezeichnen wir das im Lateinischen, die Thrombophlebitis. Und die Thrombose. Sie müssen wissen, und das werden Sie auch in meinem Vortrag dann noch genauer erklärt bekommen, wir unterscheiden ein oberflächliches und ein tiefes Venensystem und unterschiedlich finden wir die entsprechenden Krankheiten. Nun, für Sie alle eine sehr wichtige Frage, wie kommt es denn zu diesen Krampfadern? Nun, Sie müssen wissen, dass das Wort Krampfader nichts mit Krämpfen zu tun hat. Es kommt eher vom Althochdeutschen, krimpfen oder krümmen. Und im Lateinischen bezeichnet man das als varix oder die Mehrzahl varizen. Wir Mediziner sagen, dass die Krampfadern beschrieben als knotige, erweiterte, geschlängelte Venen auftreten. Nun, Gründe für das Entstehen sind sicherlich unsere Lebensweise. Sie ist oft ungesund, eher bewegungsarm. Übergewicht ist ein Thema. Sicherlich auch das Tragen von viel zu engen Hosen und Strümpfen. Entscheidend sind Berufe, wo man lange steht oder lange sitzen muss. Die Ernährung ist eher ballaststoffarm in unseren Gegenden. Die erbliche Veranlagung spielt eine ganz besondere Rolle. Über 90% der Krampfadern, die wir finden und diagnostizieren, haben eine erbliche Veranlagung. Hormone, hier Gestagene und Östrogene zu erwähnen, sind von Bedeutung. Und natürlich ein wesentlicher Risikofaktor, wie so häufig, ist das Alter. Mit zunehmendem Alter wird die Ausprägung und die Ausbildung der Erkrankung verstärkt. Nun, was geschieht in so einer Beinvene? Die Venen sind Schwerstarbeiter. In unserem Körper zirkulieren ca. 5 bis 6 Liter Blut. Und die Venen und die Arterien haben unterschiedliche Aufgaben. Nun, unsere Arterien sind dafür da, dass sie das Blut, das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in den ganzen Körper transportieren. Und die Venen, die holen sich dieses sauerstoffarme, nährstoffarme Blut aus den Organen, den Muskeln, der Haut und den Knochen und bringen es zum Herzen wieder zurück. Außerdem haben die Venen auch eine sehr große Aufgabe als Speicherorgan und sie sind für unsere Wärmeregulation wichtig. Nun, wie anfangs schon erwähnt, ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einem oberflächlichen und einem tiefen Venensystem. Sie müssen wissen, über 90% der Blutmenge der Venen wird in der Tiefe transportiert, nur ca. 10% in der Oberfläche. Und diese beiden Systeme sind über sogenannte Verbindungsvenen, auch Brückenvenen genannt, in Verbindung. Diese Verbindungsvenen sind besonders stark und groß ausgebildet im Bereich vom Oberschenkel. Anhand dieser Zeichnung können Sie das, glaube ich, ganz gut erkennen. Nun, in den Venen, sowohl im oberflächlichen wie auch im tiefen System, gibt es diese Venenklappen. Interessant, dass im Jahre 1603 diese Venenklappen das erste Mal beschrieben worden sind.
Aber damals hatte diese Erkenntnis noch keinen Einfluss auf die operativen Techniken. Nun, wenn in so einer Vene diese Venenklappe gut funktioniert, also intakt ist, dann wird das Blut quasi von den Beinen zum Herzen transportiert in eine Richtung, sozusagen wie eine Einbahnstraße zum Herzen. Wenn diese Venenklappe aber nicht intakt ist, wenn sie erblich vorbelastet, gestört ist oder sich im Laufe des Lebens eben verändert, dann kommt es zu einer Blutumkehr, zu einem Rückfluss des Blutes in die Beine. Und das führt eben zu diesen krankhaften Auswirkungen. Nun, wenn solche Venenklappen an ganz speziellen Stellen nicht mehr intakt sind, das sind eben Stellen, wo dieses tiefe und dieses oberflächliche Venensystem miteinander in Verbindung treten, dann bezeichnen wir diese Klappen dort als Mündungsklappen. Und die sind sehr, sehr wichtig, denn an diesen strategisch wichtigen Stellen haben sie natürlich eine klinische Auswirkung. Diese Mündungsklappen kennen wir vor allem im Leistenbereich, wo die Oberfläche in die Tiefe wandert, und im Kniekehlenbereich. Nun, die wichtigste Hilfestellung für den Bluttransport in aufrechter Stellung leistet aber unsere Wadenmuskelpumpe. Vor allem im Unterschenkelbereich ist es der Wadenmuskel, der diese höchste Pumpkraft besitzt. Vielleicht ist es für Sie interessant zu wissen, dass die Venen in unserem Körper, beginnend von den kleinsten Venen bis zu den größeren, circa eine Strecke von 160 Kilometer ausmachen. Also fast von da bis nach Innsbruck. Nun, von den verschiedenen Krampfadern-Typen unterscheiden wir die sogenannten primären Formen und sekundären Formen. Die primären sind circa zu 70% gehäuft im oberflächlichen System. Die Ursachen hierfür ist, wie schon erwähnt, eben die angeborene Venenschwäche, und das entsteht eben durch eine venöse Stauung, durch die Veränderung an den Venenwänden oder durch, wie vorher erzählt, diese nicht funktionierenden Venenklappen. Die sekundäre Form betrifft jetzt das tiefe System. Das ist nicht anlagebedingt. Das tritt sekundär auf, eben infolge einer Verstopfung oder Verlegung des Blutgefäßes. Und das ist die weit verbreitete sogenannte Thrombose. Sie müssen sich vorstellen, wenn es in einer Vene nicht mehr zu einem Abtransport der Blutmenge kommt, dann staut sich dieses Blut in der Vene, die Vene wird größer, dicker, sie transportiert plötzlich viel mehr Blut, und durch diese Verbindungsvenen, wie Sie vorher auf der Zeichnung gesehen haben, wird dann dieses Blut von der Tiefe in die Oberfläche transportiert, und dann entsteht dieses Bild, diese geschlängelte, erweiterte Krampfader, wie einige sicherlich hier im Saal schon einmal gesehen haben. Nun, diese primären Formen haben verschiedene Arten. Eine der wichtigen Arten, auch weit verbreitet, das sind die Besenreißer. Diese Besenreißer, die wir sehr häufig finden an der Außenseite der Oberschenkel, häufig auch im Kniekehlenbereich, der Unterschenkel ist davon eher etwas verschont. Diese Besenreißer, Sie sehen es an diesem Foto sehr gut, sie sind häufig bläulich, rötlich verzweigt und liegen ganz in der oberflächlichen Hautschicht. Und sie sind harmlos, man kann sie recht gut behandeln, aber man darf sie nicht bagatellisieren. Sie sind bereits Vorboten für eine Venenerkrankung.
die etwas größeren Besenreißer oder dann eben retikuläre Varizen genannt, sind diese, die Sie an diesen drei Fotos sehen. Größer, breiter fächrig, stärker bereits in der Ausprägung. Am wichtigsten ist diese Stammvene, diese Stammvarikosis. Sicherlich erschreckende Fotos für Sie, aber wir sehen diese Bilder recht häufig. Der deutsche Begriff für diese Hauptvenen und Stammvenen ist die große Rosenvene und die kleine Rosenvene. Diese große Rosenvene, wie Sie auch auf diesem Foto sehen, zieht direkt von der Leiste über den Oberschenkel, Unterschenkel zum Knöchel hin. Und die kleine Rosenvene, die ist eher hinten von der Kniekehle in den Achillessehnenbereich ziehend. Und die Seitenastvarikosis, das sind eben jetzt Seitenäste, die von diesen Hauptvenen weggehen, auch oft sehr stark ausgebildet sind und für uns im ersten Moment, ohne dass wir Diagnostik machen, schwierig zu erkennen, welche Venen bei so einem Bild betroffen sind. Nun, was sind Symptome? Interessanterweise gibt es oft keine Symptome. Die Patienten, die in meiner Praxis vorstellig werden, kommen relativ häufig, weil diese Krampfadern, wie Sie das auf diesen Fotos gesehen haben, ein sehr bedrohliches Aussehen haben. Die Symptome sind aber oft gering. Erst wenn wir dann genauer nachfragen, dann stellt sich heraus, dass doch häufig eine Schwellung der Unterschenkel, der Knöchel auftritt, vor allem am Abend, dass häufig in der Nacht Wadenkrämpfe auftreten können. Die Patienten beschreiben die Beine als müde, schwer. Häufig auch beginnen die Schmerzen an der hinteren Kniekehle, weil dort eben diese kleine Rosenvene beginnt, nicht mehr gut zu arbeiten. Spannungsgefühle in den Beinen treten auf. Vor allem, wenn wir länger sitzen oder stehen, nehmen diese Beschwerden zu. Die Jahreszeit, die die Patienten, die an Venen erkrankt sind, nicht so gern haben, ist der Sommer. Da verschlechtert sich die Symptomatik sehr häufig. Ist die Venenerkrankung weiter fortgeschritten, können die Patienten oft berichten, dass um diese erkrankten Venen ein Juckreiz auftritt. Und das kann oft irreführend sein, denn man glaubt, man entwickelt an diesen Stellen ein Ekzem und geht oft einmal erst zum Hautarzt, bevor man zum Venenspezialisten geht. Bräunliche Verfärbungen, vor allem an den Knöcheln, sind dann doch schon Zeichen, dass es sich um eine weiter fortschreitende Erkrankung handelt. Nun, um Ihnen gleich die Komplikationen zu zeigen, die durch solche Krampfadern leiden auftreten können, sehen Sie dies an diesem Foto sehr gut. Es kommt häufig zu Blutungen durch das Aufplatzen von Krampfadern. Das kann recht bedrohlich sein, vor allem wenn das zu Hause passiert, wenn man alleine ist. Das erfordert einfach, dass man sofort in eine Ambulanz geht oder untertags zum Hausarzt geht. Man kann sehr häufig durch eine Kompression die Blutung in den Griff bekommen. Manches Mal benötigt es uns Chirurgen. Wir müssen dann in einer örtlichen Betäubung an dieser Stelle, wo die Vene aufgeplatzt ist, eine Unterbindung machen und dann ist die Blutung gestoppt. Für Sie als Botschaft ist wichtig, wenn es zu so einer Komplikation gekommen ist, ist es absolut wichtig, dass Sie sich Ihr Krampfadernleiden behandeln lassen. Eine Komplikation, die sicherlich auch einige hier im Saal kennen, ist die Entzündung von Krampfadern.
häufig, wenn sich diese ausgeprägten Krampfadern entzünden, zeigt sich dieses Bild. Es ist gerötet, es spannt, es tut sehr weh, es bedarf auch einer Therapie. Wichtig ist, dass man manches Mal sogar ein Antibiotikum einsetzen muss, um diese Entzündung in den Griff zu bekommen. Und es ist wichtig, dass man kühlende Maßnahmen betreibt, damit sich diese Schwellung zurückbildet. Nun die Venenthrombose und das nächste Kapitel, dann das offene Bein, wird in meinem Vortrag später noch etwas genauer beschrieben. Jetzt nur als Komplikation, wenn es eben zu so einer Thrombose kommt, sehen Sie das an diesem Foto, dann ist dieses Blutgefäß durch so ein Blutgerinnsel verstopft und man nennt dieses Gerinnsel Thrombus oder dann die Thrombose. Und das ist sehr gefährlich, wir werden das später danach hören, denn diese Blutgerinnsel können sich wegreißen, also fortgerissen werden, geschwemmt werden und dann zu einer Embolie führen. Und das offene Bein, sicherlich hier kein schönes Foto, aber das ist die Tatsache, so sehen wir das sehr häufig. Wir Mediziner sagen auch oft Ulcus cruris dazu. Das ist sicherlich das Endstadium einer sehr lang anhaltenden chronischen Venenerkrankung. Und Sie sehen, dass diese offenen Beine oft belegt sind. Es ist an diesen Stellen schmierig belegt, es tut sehr weh. Es dauert sehr, sehr lange, bis so ein offenes Bein wieder geschlossen ist. Aber wir kommen auf das später noch genauer. Nun, wie stellt man überhaupt die Diagnose? Es ist sicherlich, wie in allen Dingen in der Medizin, bei allen Diagnosen, die wir stellen, sehr, sehr wichtig, dass man zuerst ein sehr ausführliches Gespräch mit den Patienten führt. Wir sollten sie um ihre Familiengeschichte fragen. Gibt es in der Familie Angehörige, die an einer Krampfadernleiden erkrankt sind? Und die eigene Krankengeschichte ist sehr wichtig. Denn wir müssen die Patienten genau abfragen, ob irgendwelche Nervenerkrankungen bekannt sind, ob orthopädische, also Wirbelsäulenprobleme vorliegen, denn die können oft einmal die Symptome, die Klinik täuschen. Sicherlich wichtigste, effektivste Untersuchung ist heutzutage diese Ultraschalluntersuchung. Was passiert dort? Sie ist nicht schmerzhaft für den Patienten. Sie kann im Liegen oder im Stehen durchgeführt werden. Mit diesem Ultraschall, wie Sie es hier am Foto sehen, können wir die gesamte Vene von der Leiste bis zum Knöchel beurteilen. Und vor allem sehen wir durch den Ultraschall, ob diese Venenklappen, von denen ich vorher gesprochen habe, intakt sind. Man sieht das sehr gut, wenn sie nicht intakt sind, kommt es nämlich zu diesem vorher beschriebenen Rückfluss und das ist der erste Hinweis einer Venenerkrankung. Der Ultraschall ist für den Patienten, wie schon gesagt, nicht schmerzhaft und vor allem ohne Strahlenbelastung. Früher mussten wir uns viel mehr auf die Röntgenuntersuchungen mit Kontrastmittel spezialisieren, es gab keine anderen Untersuchungen. Heute ist das Röntgen in den Hintergrund gedrängt worden. Manches Mal bei sehr schwierigen Fragestellungen, vor allem was die tiefen Venen angeht, die Thrombosefrage, ist die Röntgenuntersuchung oft noch im Einsatz. Nun die verschiedenen Therapiekonzepte beim Krampfadernleiden. Eines ist vorweg zu sagen, das Krampfadernleiden können wir nicht heilen. Es ist aber trotzdem sehr ratsam, dass Sie einen Arzt aufsuchen, denn wir können die Komplikationen und Spätfolgen durch unsere Therapie verhindern bzw. mildern. Die Therapie selber hängt aber ab, erstens einmal vom Typ der Krampfader, vom Ort, vom Ausmaß dieser Venenveränderung
und von ihren individuellen Beschwerden. Wir machen nochmals einen kurzen Ausflug in die Geschichte. 1645 wurde erstmals von einem Arzt, Johann Scultetus Ulmensis, ein Instrument entwickelt, wo er Patienten mit einem Krampfadernleiden behandelt hat. Er hat auch, ich denke, ich habe gelesen, circa 11 oder 12 Patienten operiert. Die Kosmetik war für die damaligen Zeiten schon recht gut, aber diese Patienten haben alle eine schwere Infektion bekommen, wie das damals leider sehr häufig war. Und die Erkenntnis dieses Arztes war, dass es wichtig ist, nach der Operation einen Kompressionsverband oder Strumpf anzulegen. Zu dem damaligen Zeitpunkt erfolgte das mit Hundsfellen oder verschiedenen Arzneien. Erst Johann Christian Theden im Jahre 1793 war sozusagen der Begründer des heute bekannten Kompressionsverbandes oder Strumpfes. Wichtige Damen, die in der Chirurgie der Krampfadern leiden, sich berühmt gemacht haben, waren Otto Madelung und Friedrich Trendelenburg. Und die beiden letztgenannten, wie Keller und Babcock, das waren Leute, die das erste Mal davon berichtet haben, wie man Venen mit einer Sonde, mit einem Draht entfernen kann. Babcock 1907 verfeinerte das. Damals war dieser Draht aus Messing und Kupfer. Heute ist es aus Kunststoff, ein Einmalgerät. Und wir bezeichnen auch unsere heutige Chirurgie, wenn wir die Venen entfernen, Stripping nach Babcock. Nun, wie Sie aus diesem Geschilderten entnehmen können, war so um das Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts eine deutliche Polypragmasie in dieser Therapie, in diesen Therapiekonzepten. Das spiegelt auch ein bisschen unseren Zeitgeist wider. Wir haben sehr viele unterschiedliche Therapiekonzepte. Für mich ist es aber nicht wichtig, eine Polypragmasie zu haben, sondern ich denke, es ist entscheidend, dass wir wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse haben, die uns auch Antworten liefern auf folgende Fragen. Denn es ist entscheidend die Frage, was leistet ein Verfahren und bei welchem Patient kann ich es anwenden? Was hat das für den Patienten für ein Risiko, für eine Nebenwirkung und wie schauen die Langzeitergebnisse aus? Nun, die Verödung, sicherlich sehr viele, die das kennen, betrifft vorwiegend diese kleinsten Besenreißer oder diese retikulären Varizen. Es wird dieses Verödungsmittel in diese Venen gespritzt. Das führt zu einer kleinen Entzündung in dieser Vene. Dadurch wird die Venenwand aufgelöst. Es kommt natürlich zu einem Bluterguss, weil dieses Blut austritt. Aber in weiterer Folge, nach Verwendung eines Kompressionsstrumpfes für ein paar Tage, löst sich diese kleine Vene auf und verschwindet. Wir dürfen nicht veröden Patienten, die bettlägerig sind oder eine eingeschränkte Gehfähigkeit haben. Patienten, die bereits Ödeme, das sind Wassereinlagerungen in den Beinen, zeigen, sollten ebenfalls nicht verödet werden. Oder bei fortgeschrittenen arteriellen Verschlusskrankheiten darf auch nicht verödet werden. Diese Begriffe Raucherbein oder Schaufensterkrankheit sind sicher ein Begriff. Bei schweren allgemeinen Erkrankungen, die vorliegen, muss abgewogen werden, ob das Veröden wirklich sinnvoll ist. Nun, der Laser, ein Schlagwort. Viele Patienten denken, wenn sie mit dem Laser operiert werden, werden sie am besten operiert. Deshalb habe ich ganz provokant die Überschrift geschrieben, ist es eventuell eine neue Wunderwaffe? Aus meinen Erfahrungen zu berichten, ist es das nicht.
nicht jeder Leser ist für jeden Typ der Krampfadererkrankung geeignet. Und der Laser bietet in gewissen Fällen einen Vorteil. Er bietet sicherlich kosmetisch einen Vorteil, weil wir keine großen Schnitte machen müssen. Aber vom medizinischen her betrachtet ist gerade bei den Operationen entscheidend, dass wir in der Leistenregion kleinste Äste, die in diese oberflächlichen Venen einmünden, unterbinden, also sozusagen zerstören, damit das Wiederauftreten der Krampfadernerkrankung verhindert wird. Und mit dem Laser erfolgt das nicht, denn dieser Laser kann nicht in diese kleinsten Ästelungen hineinfahren. Und die Komplikationen nach dem Laser, habe ich selber erlebt, sind oft ganz beträchtlich, denn es wird hier doch mit ordentlicher Hitze verlötet und das kann den Patienten für einen gewissen Zeitraum ordentliche Beschwerden machen. Nun, eine sehr gängigste Operationstechnik, oder ich würde sagen, die gängigste Operationstechnik ist das sogenannte Stripping, so nennt man das. Und zwar, wie vorher kurz erwähnt, führen wir auch heute in diese erkrankte Vene eine Sonde ein. Wir schieben diese Sonde bis zum Ende der Vene, leiten dann diese Sonde aus, geben ein kleines Köpfchen an diese Sonde und ziehen mit dieser Sonde diese Vene heraus. Diese Eingriffe können heute ambulant oder auch stationär erfolgen. Sie sind sicherlich nicht mehr so aufwendig, wie das früher war. Die Techniken haben sich massiv verbessert. Ganz, ganz wichtig ist, dass Sie wissen müssen, man muss nach diesen Operationen das Bein komprimieren. Das kann dann durch einen Strumpf oder Verband erfolgen. Auch nicht mehr so lange, wie das früher war. Jetzt ist es circa eine Woche, wo wir empfehlen. Und es ist wichtig, dass man eine Antithrombosespritze bekommt für die Zeit, bis man wieder ganz normal auf das Bein draufstehen kann und das bewegen kann. Jetzt noch ganz kurz, nachdem ich natürlich Chirurg bin, möchte ich Ihnen natürlich sämtliche Operationstechniken, die es gibt, erläutern. Die Trivex-Methode, das ist ein englischer Begriff, das können wir leider nicht übersetzen. Das ist eine Methode, die wir auch sehr gerne anwenden. Das ist besonders dann, wenn Sie ganz ausgeprägte große Krampfadern haben. Ist das eine Technik, wo Sie vielleicht an diesem kleinen Foto, ich habe leider kein besseres gefunden, erkennen können. Auf einer Seite wird dieses Feld, wo diese großen Venen sind, angeleuchtet. Und auf der anderen Seite wird mit einem Instrument, das hat vorne ein ganz kleines rotierendes Messerchen, zur Vene hingefahren. Die Vene wird mit diesem Messerchen kaputt gemacht und das Blut und die Venenwand über dieses Instrument abgesaugt. Von der Kosmetik her eine sehr gute Technik, man muss nur kleine Einschnitte machen und diese Venenkonvolute, also diese Ansammlungen von Venen, verschwinden doch recht gut. Eine Technik, die einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, ist die endoskopische Technik. Das heißt, wenn wir ein offenes Bein haben und dieses offene Bein durch verschiedene Behandlungsmethoden verschlossen haben, kann es sein, dass wir aber an diesen Hautstellen nicht mehr hineinschneiden dürfen, weil diese Haut sehr dünn ist und brüchig ist und oft sofort wieder aufbrechen würde. Wir wissen aber, dass diese Brückenvenen oder wie Sie sich vielleicht erinnern an den Anfang, diese Verbindungsvenen häufig diese offenen Geschwüre versorgen. Das heißt, man muss die unbedingt zerstören. Und man geht bei diesen Techniken etwas weiter entfernt von diesem Areal, wo sich das wieder neu gebildet hat,
in die Muskelhaut von innen ein und schaut das, so wie Sie das da jetzt sehen, mit einer Kamera an. Und man kann diese Verbindungsvenen, diese Brückenvenen wunderbar zerstören, indem man sie klippt und damit die Versorgung erledigt ist und dieses Areal, wo diese Haut sich wieder bei diesem offenen Bein verschlossen hat, bleibt auch verschlossen. Nun, damit es nicht zu chirurgisch wird, auch nicht operative Methoden, die ich ganz kurz erwähnen möchte. Manche Patienten fragen mich immer, welchen Stellenwert haben denn die Venenmittel? Nun, es gibt Venenmittel, die in der Behandlung von Ödemen, also wie vorher erwähnt, diese Wassereinlagerung in den Beinen, einen Stellenwert haben. Denn diese Venenmittel können die Vene innen in ihrer Auskleidung stärken und dadurch werden diese Gefäße etwas stabiler, sie sind nicht mehr so durchlässig für die Flüssigkeit und damit fällt auch oft dieses Spannungsgefühl, was die Patienten beschreiben, weg. Großer Vorteil, diese Venenmittel sind pflanzlicher Natur, das heißt, sie vertragen sich oft sehr gut, es gibt kaum Nebenwirkungen und mit anderen Medikamenten, was die Patienten einnehmen müssen, gibt es oft auch keine Probleme. Nun, nicht operative Methoden, die älteste Methode in der Behandlung der Krampfadernleiden ist sicherlich die Kompressionstherapie. Nun, der Kompressionsverband und der Strumpf dürfen nicht in einen Topf geschmissen werden. Der Kompressionsverband hat sehr wohl noch einen Einsatz, denn Sie müssen bedenken, dass man beim Kompressionsverband unterschiedlich streng bandagieren kann. Denn gibt es am Bein Stellen, wo keine zu starke Kompression sein soll, dann können Sie das mit einem Kompressionsverband recht gut anlegen. Der Strumpf ist von unten, vom Knöchel bis oben hin zur Leiste in derselben Stärke. Und wie Sie vor der Türe schon gehört haben, das habe ich kurz mithören dürfen, es gibt die Kompressionsstrümpfe in unterschiedlichen Klassen. Und man sollte sich nicht selbst solche Kompressionsstrümpfe kaufen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir Ärzte Ihnen diese verordnen und dass wir auch prüfen, ob dieser Kompressionsstrumpf Ihnen gut angepasst worden ist. Denn es gibt Krankheiten, wo wir keinen Kompressionsstrumpf tragen dürfen. Das sind zum Beispiel arterielle Durchblutungsstörungen oder koronare Herzkrankheiten. Das ist zum Beispiel dann, wenn wir offene Beine haben, also sprich wir haben ein nässendes Ekzem oft, um dieses offene Bein sollte kein Strumpf darüber gezogen werden. Und häufig ist es, dass man übersieht, dass man, wenn man ein bisschen ein Übergewicht hat oder eben Gelenks- oder Wirbelsäulenprobleme hat, das Anziehen dieses Strumpfes oft nicht einfach ist. Nun, jeder, der hier herinnen sitzt und von Chirurgie was hört, interessiert auch, was gibt es denn für Komplikationen in dieser Chirurgie. Gott sei Dank sind die Komplikationen durch diese verbesserten Operationstechniken sehr selten geworden. Wir können von Entzündungen nach dem Operieren berichten und Nachblutungen, ungefähr in einem Prozentsatz von 0,2% angegeben. Wir beeinträchtigen natürlich das Lymphsystem und nach dem Operieren können manchmal Lymphzysten und Fisteln auftreten, etwa um 4% in der Literatur beschrieben. Wesentliche Komplikation ist die Verletzung der Nerven. Das sind zwei Nervennamen, für die ich auch kein deutsches Wort gefunden habe. Das ist der Nervus Saphenus und Nervus Soralis. Unangenehme Komplikationen, die aber auch
Gott sei Dank durch die verbesserten Techniken viel, viel weniger auftreten. Es liegt unter 5%. Ganz kurz möchte ich noch auf dieses Thema eingehen, denn macht diese Krampfadernchirurgie beim älteren Menschen überhaupt einen Sinn? Wir Chirurgen erleben das sehr häufig, dass das offene Bein, das offene Geschwür vor allem, lange Zeit, weil man eben älter ist, lange Zeit konservativ, also sprich mit Salben und Wundbehandlungen, gepflegt wird. Wenn sich das offene Bein dadurch verschließt, ist es in Ordnung. Wenn dies aber nicht der Fall ist, muss man bedenken, dass wir Chirurgen auch oft nachhelfen können durch chirurgische Methoden. Wir können oft durch Hauttransplantationen, wenn diese Geschwüre sauber sind, helfen, dass es sich rascher verschließt, und wir können dann eben die eigentliche Ursache bekämpfen. Und Sie müssen bedenken, die konservative Therapie, was ist das? Das ist das Venenmittel und das ist der Strumpf. Und häufig, wenn wir älter sind, sind Gelenks-, Wirbelsäulenprobleme, arthrotische Veränderungen an den Fingern, Übergewicht. Diese Strümpfe können oft bei stärkeren Kompressionsklassen nicht selbst angezogen werden. Nun, wie versprochen, ein wesentliches Kapitel, nämlich dieses offene Bein. Wir Mediziner, wie gesagt, sagen oft dazu Ulcus cruris, ist vielleicht nicht unwichtig oder uninteressant, dass Sie das einmal gehört haben. Ganz kurz noch einmal die Geschichte, wie kommt es zu diesem offenen Bein? Wenn es zu einer dauerhaften und mangelhaften Entstauung in den Beinen kommt, dann bleibt viel zu viel Blut in diesen Venen stehen, und das führt dazu, dass der Druck in diesen Venen zu groß wird, der erhöht sich. Und dieser Venendruck, der erhöhte, führt jetzt dazu, dass die Venenwände brüchig werden. Und dieses Brüchige dieser Venenwände führt eben dazu, dass sie durchlässiger werden. Das heißt, Flüssigkeit, Wasser tritt aus in das Gewebe. Und wenn das ständig passiert, dauerhaft passiert, kommt es zu sogenannten entzündlichen Reaktionen. Und diese Entzündungen führen dann dazu, dass die Haut über diesen Stellen brüchig wird, glasig wird und dann eben aufspringt schlussendlich und dieses offene Geschwür, dieses Ulkus entsteht. Nun, ich habe es vorher schon erwähnt, es ist ganz wichtig, dass die Therapie darin besteht, dass wir die Ursache beheben und nicht fälschlicherweise das Symptom behandeln. Es gibt eine Studie von Obermeier 2006 durchgeführt. Hier wurde aufgezeigt, dass viele Patienten, die über Salben und Wundbehandlungen über Jahre behandelt worden sind, eine massive Kontaktallergie entwickelt haben. Das heißt, man muss eben denken daran, dass wenn über verschiedenste Pflegemittel, eben Salben und Wundauflagen, diese Geschwüre nicht sauber werden, nicht zugehen, dass man das einmal einem Chirurgen zeigt. Wir können in einer lumbalen Anästhesie, es muss nicht immer eine Vollnarkose dafür verwendet werden, können wir diese Geschwüre reinigen, säubern und oft in einer Sitzung mit einer Hautplastik decken. Das dauert dann zwar oft eine Woche, wo man im Krankenhaus verweilen muss, bis diese Hauttransplantation angeht, aber dann haben Sie dieses offene Bein geschlossen.
Und dann können Sie die eigentliche Ursache, warum das aufgegangen ist, beheben, indem Sie nämlich dann diese Krampfadernproblematik angehen können und operieren können, beseitigen können. Also ganz wichtig, die Therapie besteht aus der Korrektur der Ursache und aus diesen lokalchirurgischen Maßnahmen. Also es ist wichtig, wenn das Geschwür offen ist, schwierig belegt ist, können wir nicht operieren. Also es muss verschlossen sein. Nun, wie kann man den Krampfadern vorbeugen? Leider Gottes, allein durch die Bewegungstherapie können Sie die Krampfadern nicht, das Leiden nicht verhindern. Aber die Bewegungstherapie ist natürlich ergänzend, sowohl zu den operativen wie auch zu den konservativen Methoden sehr, sehr wichtig. Es gibt Sportarten, Bewegungsarten, die sind besonders gut. Das ist vor allem Schwimmen, Wandern, Gehen, Skilanglauf, Radfahren, Golfspielen und Tanzen. Es gibt Sportarten, die sind nicht so günstig. Das ist zum Beispiel das Krafttraining, Gewichte heben, Boxen und leider Gottes auch das alpine Skilaufen, Badminton spielen, Surfen und Triathlonsport machen. Nun, natürlich ist, wie fast bei jedem Vortrag, den Sie hören, das Gewicht wichtig. Übergewicht bedeutet mehr Last auf die Beine und das ist ein wichtiges Thema. Sie sollten schauen, dass Sie dieses Gewicht so gut wie möglich reduzieren können. Wichtig ist, dass Sie viel trinken. Sie sollten 2 bis 3 Liter am Tag trinken. Ernähren Sie sich hauptsächlich ballaststoffreich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vermeiden Sie allzu enge Kleidung und tragen Sie bequemes Schuhwerk, vor allem dann, wenn Sie an Krampfadern leiden. Und vermeiden Sie extreme Hitze und pralle Sonne. Es gibt hier einen sehr guten Merksatz, man nennt das die 3S und die 3L-Regel, statt stehen und sitzen, lieber liegen und laufen. Nun, wie versprochen, noch ein wenig eingegangen in das Thema Venenthrombose. Sie können sich vielleicht noch ein bisschen an das Foto von vorher erinnern. Es war oder ist ein Verschluss eines Blutgefäßes durch so ein Blutgerinnsel. Dieses Gerinnsel bezeichnen wir als Thrombus. Häufig betrifft das die tiefen Bein- und Beckenvenen. Das kann oft bei kleinsten Venen beginnen und sich über die größeren Venen fortpflanzen. Es ist wichtig, nochmals zur Erinnerung, das oberflächliche System macht Venenentzündungen, die sind behandlungsbedürftig, aber nicht gefährlich, während die Thrombosen im tiefen System sehr wohl gefährlich sind. Diese Blutgerinnsel, wenn sie sich losreißen, können zu einer Embolie führen und die kann tödlich sein. Nun, wie kommt es zu so einer Thrombose? Wir haben in unseren Gefäßen Mechanismen, die dafür sorgen sollten, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Blutgerinnungsfaktoren und eben dem Verhindern, dass es zu solchen Ablagerungen von solchen Blutblättchen kommt. Diese Mechanismen sollten im Gleichgewicht sein. In dem Moment, wo dieses Gleichgewicht zerstört ist, kann es eben zum Ablagern von solchen Blutblättchen kommen und die können so ein Blutgefäß verstopfen. Auch die Gefäßwände selbst haben Mechanismen oder sollten sie haben, die das verhindern, aber im Laufe des Lebens können sich diese natürlich verändern.
Nun, besonders Risikofaktoren, die zu erwähnen sind, sind die Infektion. Also wenn Sie eine Infektion haben, kann es sein, dass Sie ein höheres Risiko für eine Thrombose haben. Oft ist man natürlich dann auch längere Zeit bettlägerig. Das ist sicherlich auch ein Grund. Tumorerkrankungen sind Risikofaktoren. Dann auch hier wieder die erblich bedingten Störungen, die zu erwähnen sind. Wie schon gesagt, bei lange dauernder Bettlägerigkeit oder eben hormonelle Veränderungen, wie wir es in der Schwangerschaft kennen. Was sind hier die Symptome? Sie sind oft eben auch sehr uncharakteristisch. Die Patienten beschreiben so ein unklares Schwere- oder Spannungsgefühl in den Beinen. Nicht immer ist dieser akute Schmerz in der Wade das klassische Symptom, aber natürlich ist es häufig der Fall. Die Beine schwellen an, manches Mal können sie sogar eine leicht bläuliche Hautverfärbung bekommen. Wichtig ist, wenn es zu einer Kurzatmigkeit, zu stechenden Brustschmerzen kommt, müssen Sie daran denken, dass das jetzt schon ein Schritt weiter ist und dass wir hier Gefahr laufen, dass es zu einer Lungenembolie kommt. Nun, wie stellt man die Thrombose? Man stellt die Venenthrombose eigentlich mit den gleichen Mitteln wie das Krampfadernleiden. Die klinische Beurteilung ist hier sehr, sehr wichtig. Diese Zeitendifferenz, dass ein Unterschenkel, ein Bein stärker geschwollen ist wie das andere, fällt dem Arzt und dem Patienten natürlich sofort auf. Auch hier ist die Ultraschalluntersuchung ein sehr effizientes Mittel, eine sehr wichtige Methode. Und die Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel hat hier meines Erachtens einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und was können Sie selbst tun? Bewegung, natürlich ist auch hier wieder diese 3S- und 3L-Regel zu erwähnen. Und Mittel der Vorbeugung kann eine Heparinspritze sein, wobei dies natürlich genau abgewogen werden muss vom Arzt, ob das jetzt wirklich notwendig ist und wie lange und in welcher Dosierung. Wahrscheinlich möchten viele da jetzt drinnen sitzen und irgendwo hinfliegen. Ich möchte noch ganz kurz auf diese Reisevenenthrombose eingehen. Das ist ein Dauerbrenner zurzeit. Manche bezeichnen das auch als Economic Class Syndrom. Und zwar, was ist das? Darunter verstehen wir, wenn wir eben mehrstündige Reisen in einer beengten Position machen, also Reisen, die länger wie 5 Stunden dauern, dann wissen wir, dass es fast ein 4-fach so hohes Thromboserisiko ist. Und wie kann man sich da schützen? Es ist wichtig, dass wir viel Bewegung machen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Wer fliegt, soll viel trinken. Mindestens 1/4 Liter pro Stunde. Vorsicht ist geboten bei Alkohol und Kaffee. Wir wissen, Alkohol kann zu einer Venenerweiterung führen und das wäre in diesem Falle eher kontraproduktiv. Und nehmen Sie keine Beruhigungs- oder Schlafmittel ein wegen der Flugangst. Denn wenn Sie das einnehmen, fallen diese Hinweise, dass man sich bewegen soll, weg. Nun, Medikamente zur Vorsorge. Wenn Sie ein ganz geringes Risiko haben, kann man sich überlegen, ob man mit Acetylsalicylsäure, mit dem Aspirin eine Vorsorge trifft. Ganz bestimmt wesentlich sind die Wadenstrümpfe, also die Kompressionsstrümpfe, hier zu erwähnen von der Klasse 1 und 2. Und das Mittel der Wahl ist hier die Antithrombosespritze. Nicht zu empfehlen sind für die Reisevenenthrombosengefahr die Venenmittel. Nun, ich hoffe, es war nicht zu viel Chirurgisches
und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.